Zeit. Mein Name ist Christian Nagel, ich bin Pianist und Hochschullehrer. Und ich möchte aber heute nicht von mir sprechen, sondern von der Kultur und für die Kultur, weil deren Stimme in den vergangenen 2 Jahren nicht gehört wurde. Und ich möchte zeigen, warum mir das so wichtig ist, dass diese in Zukunft wieder eine größere Rolle spielt. Ich möchte euch heute etwas erzählen, was in den Medien sehr wenig berichtet wird. Und die Zahlen, die ich gleich nennen werde, sind allgemein nicht bekannt und ich finde sie relativ schockierend. Was die Maßnahmen zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie im Kulturbereich angerichtet haben, dafür haben wir seit kurzem harte Zahlen. Die sind ziemlich hart. Es gibt den Monitorbericht Kultur- und Kreativwirtschaft, den die Bundesregierung jährlich in Auftrag gibt. Und im Bereich der darstellenden Künste, also alles, was live dargeboten wird, sind die Umsätze im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 81% eingebrochen. Im Jahr 2021 waren es ebenfalls 80% gegenüber dem Vorkrisenniveau. Und auch für das laufende Jahr 2022 gibt es Prognosen, die schwanken zwischen minus 58 und minus 73%. Und alle Voraussagen sind sich einig, eine Erholung ist, auch wenn es momentan anders scheinen mag, nicht so bald zu erwarten. Wenn man sich dann auch noch klar macht, dass die meisten Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der darstellenden Künste prekär sind, also ohne jede soziale Absicherung, kann man sich vorstellen, das hält kaum jemand länger als 2 Jahre durch, in solcher Unsicherheit zu leben und zu arbeiten. Wer also nicht das Glück hat, wie ich, über eine feste Stelle zu verfügen, entweder am Stadttheater oder an den Musikschulen und Hochschulen, der muss entweder woanders Geld verdienen oder seine Tätigkeit, seine künstlerische Tätigkeit komplett aufgeben. Und das haben bisher ein Viertel aller Minijobber in diesem Bereich getan. Und nach den Zahlen des Weltwirtschaftsforums sieht es so aus, dass bis spätestens 2030 59% aller Jobs in der Veranstaltungsbranche verloren gehen werden. Was also auf der Strecke bleibt, ist zuallererst die freie Kulturszene, die Subkultur und genau damit jene Orte, in denen am meisten kreativ und experimentell gearbeitet wird und aus denen die spannendsten Impulse für die Gegenwartskultur ausgehen. Auch wenn wir in den Medien manchmal sehr gute Umsatzzahlen aus der Musikbranche vermeldet bekommen, verschleiern diese doch, dass eben die VertreterInnen der Live-Musik die großen Verlierer der Krise sind. Genauso wie die wirtschaftlichen Gesamtzahlen gerne verschleiern, dass die breite Masse der Bevölkerung immer ärmer wird. Man kann, glaube ich, sagen, dass die Corona-Politik allgemein zu einer gigantischen Umverteilung geführt hat. Und zwar natürlich von arm zu reich, nicht umgekehrt. Es ist politisch entschieden worden und nicht von einem Virus, dass Kultur als erstes geschlossen wird. Und es sieht ganz so aus, als wären wir auch die Letzten, die sich davon wieder erholen. Ich sage das deswegen, weil es in den Tagen, in denen wir gerade leben, so scheinen mag, als wäre die Welt wieder in Ordnung. Wir hatten ja keinen Grund mehr, uns zu beklagen. Die Pandemie liegt hinter uns. Es ist ja wieder alles offen. Das hören wir ganz oft. Das halte ich für eine Täuschung. Denn das Überangebot von Kultur, das wir derzeit erleben, ist ein Nachholeffekt. Alle Akteure nutzen hektisch die Gunst der Stunde, um möglichst viele Veranstaltungen in kürzester Zeit durchzuführen. Und keiner möchte sich vorstellen, was im Herbst auf uns zukommt. Denn es sind neue Einschränkungen zu befürchten. Und die werden ja schon in Anschlag gebracht. Geht es etwa nach dem Willen unseres Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, sollen alle Maßnahmen inklusive 2G bis hin zu Ausgangssperren weiterhin und dauerhaft zur Verfügung stehen. Was soll das werden? Wird es einen jährlichen Turnus geben aus einem kurzen Festivalsommer und einem langen Pandemiewinter? So können wir nicht arbeiten. Die Veranstaltungsbranche braucht eine Planungssicherheit. Und die ist einfach nicht gegeben, wenn wir unser gesamtes Tun und Lassen an der rein statistischen Verbreitung eines Virus ausrichten müssen. Oder vielleicht präziser
an den politischen Missbrauch, der damit betrieben hat. Denn wer alles unter Pandemievorbehalt stellt, macht Kultur unmöglich. Das Beispiel Dänemark zeigt uns, dass man es auch ganz anders machen kann. Dort hat die Regierung beschlossen, dass Corona nicht mehr als eine gesellschaftliche Bedrohung angesehen wird und letzte Woche noch einmal bekräftigt, es soll keine verordneten Maßnahmen mehr geben, auch im Herbst und Winter nicht. Und auch andere Länder haben sich so entschieden. Wozu ich eigentlich kommen möchte. Ich habe mich nach den tieferen Gründen gefragt, warum man in Deutschland und gerade in Deutschland bereit ist, unsere einzigartige Landschaft von Kultureinrichtungen und damit die Menschen, die darin tätig sind und für diese tätig sind, derart zu vernachlässigen. Und ich vermute, die Vernachlässigung der Kultur geht einher mit der Vernachlässigung des Seelischen und des Geistigen überhaupt. Wenn wir allein die politischen Maßnahmen zur Krisenbewältigung anschauen, empfinde ich diese als allesamt technisch. Wir testen, wir tracken, wir impfen. Aber die Nebenwirkungen, alle negativen Auswirkungen im Bereich der Bildung, im Sozialen und so weiter, tut man ab als Kollateralschäden. Man möchte scheinbar auf den Bereich der Seele und des Geistes keine Rücksicht nehmen. Obwohl es vielleicht eine Ausnahme gibt, um unsere Angst wird sich hingebungsvoll gekümmert. Ich sehe hinter dieser politischen Gestaltung ein verkümmertes Menschenbild, die alles Dasein reduziert auf das Materielle, auf das Körperliche. In solchem Menschenbild wird nicht mehr der ganze Mensch gesehen, sondern nur noch eine Fallzahl. Eine Inzidenz. Aus dieser einseitigen Wahrnehmung des Menschlichen entwickelt sich der Glaube, man könne alles technisch lösen. Zum Beispiel, allein die Impfung kann die Pandemie beenden. Das halte ich für einen Ausdruck einer übersteigerten rationalen Logik, die sich verabsolutiert und alles andere, was Leben sonst noch bedeutet, außer Acht lässt. Könnte auch ein Grund dafür sein, dass etwa seit der Finanzkrise in unserer Regierung überwiegend Technokraten am Werk sind. Technokratie aber bedeutet, dass nicht mehr verantwortlich gehandelt und gestaltet wird, sondern dass man sich Sachzwängen beugt. Und schaffen aber all diese neuen technischen Strategien neue Sachzwänge. Denn was machbar ist, wird auch gemacht werden. Risiken und Nebenwirkungen will man nicht sehen oder spielen keine Rolle. Auch bei den riskanten Dingen nicht. Wissen Sie zum Beispiel, worum es sich bei Gain-of-Function-Forschung handelt? Ja! Ja. Da geht es darum, Coronaviren noch gefährlicher und noch ansteckender zu machen. Warum tut man so etwas? Diese Haltung, oder vielleicht sollte man es besser eine Ideologie nennen, prägt vor allem das Denken im Silicon Valley. Ein Leitspruch von Mark Zuckerberg ist Move fast and break things. Also nur schnell voran, egal was dabei kaputt geht. Und was dabei kaputt geht, das sollten wir uns genau anschauen. Neulich gab unsere Bundesfamilienministerin Lisa Paus bekannt, dass inzwischen jedes vierte Schulkind unter Depression leidet. Vor 2020 war es nur jedes zehnte. Vor diesem Hintergrund muss ich dieses reduktionistische, technokratische Menschenbild zutiefst ablehnen und jegliche politischen Großversuche, die sich darauf gründen, zurückweisen. Ich frage mich, sollten wir nicht erst einmal versuchen, unsere Menschlichkeit zu entwickeln, bevor wir uns in das Transhumane stürzen? Es bereitet mir enormes Unbehagen, dass unsere Bewusstseinsentwicklung immer zurückbleibt hinter dem technischen Fortschritt. Und könnte es nicht sein, dass dieser angebliche Fortschritt, um den es geht, mit einem geistigen Rückschritt einhergeht? Denn das rein rationale Bewusstsein neigt dazu, die materielle Seite des Lebens absolut zu setzen.
Wir dürfen nicht vergessen, es ist nur die materielle Seite des Lebens. Und Leben ist so viel mehr. Darum. Lasst uns das Seelische, das Geistige wiederbeleben und damit das, was uns als Menschen ausmacht. Und das heißt ja nicht, dass wir ab sofort Forschung und Wissenschaft ignorieren, sondern es kommt vielmehr darauf an, beides zu integrieren. Und das könnte diese verheerende Spaltung aufheben und heilen. Wir könnten wieder ganz werden. Ich komme wieder zurück zur Kultur. Ich habe mich gefragt, welchen Beitrag kann die Kultur, also Künstlerinnen und Künstler, dazu leisten? Und eigentlich ist es ganz einfach, denn wir praktizieren das täglich, indem wir spielen, indem wir musizieren. Schiller hat ja gesagt, dort, wo der Mensch spielt, ist er ganz Mensch, weil sich dort Körper, Seele und Geist miteinander üben, sich verbinden, sich im Einklang befinden. Und das funktioniert nicht nur im privaten, sondern auch auf der kollektiven Ebene. Das zeigt allein ein Blick in ein normales städtisches Sinfonieorchester. Da musizieren Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen, Kulturen und politischen Systemen in Frieden und harmonieren miteinander. Vielleicht kennt jemand von euch das West Eastern Divan Orchestra von Daniel Barenboim, das er gegründet hat, damit MusikerInnen aus Israel, Palästina und arabischen Staaten miteinander musizieren, friedlich und auf Weltniveau. So wie es der Musik spielend gelingt, gegensätzliche Positionen zusammenzubringen, möchte ich gleich verdeutlichen am Beispiel einer Fuge. In einer Fuge treten mehrere Stimmen gleichzeitig auf, die man Kontrapunkte nennt, also Gegenstimmen. Aber diese Gegenstimmen, die bekämpfen einander nicht, sondern sie werden musikalisch so sorgfältig balanciert, dass ihre Gegensätzlichkeit erhalten bleibt und sie sich doch in vollkommener Harmonie befinden. Könnte das nicht auch in unserer Gesellschaft so gelingen? Das Schöne ist, es geht ja, und wir kennen das. Es ist die offene, demokratische, pluralistische Gesellschaft. Lasst uns diese erhalten. Bevor ich das gleich musikalisch demonstriere, mit einem Präludium und einer Fuge Fis-Moll von Johann Sebastian Bach, möchte ich mein Anliegen nochmals in andere Worte fassen. Für unser gesellschaftliches Zusammenspiel brauchen wir jede Stimme, alle Stimmen, Stimmen und Gegenstimmen, die Stimmen des Körpers und des Geistes, die Stimmen des Himmels und der Erde. Die Stimme der Alten und die Stimme der Kinder. Die Stimme der Kultur und der Wissenschaft. Die Stimmen der Befürworter und der Skeptiker, der Mahner und der Risikofreudigen. Von mir aus auch die Stimme der durchgeknallten Tech-Visionäre. Sie sollten nur nicht zu sehr den Ton angeben, finde ich. Und wenn dann all diese verschiedenen Stimmen zu einer Balance finden, keine Stimme unterdrückt wird. Es können mal die einen ein bisschen lauter, die anderen ein bisschen leiser sein, aber nicht dauerhaft. Dann kriegen wir eine gesellschaftliche Harmonie zurück. Und es ist gut zu wissen, das sage ich jetzt wieder musikalisch, dass da gerade die Dissonanzen, also die scheinbar nicht harmonierenden Töne, die unser Ohr manchmal ein bisschen herausfordern, die Musik vorantreiben. Weil sie nach Auflösung drängen, Lösungen fordern, vielleicht sogar Erlösung, das können wir hören, wenn wir zuhören. Thank you.